Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier im Weltraum in der Andromeda-Galaxie. Es ist sehr, sehr, sehr ausnehmend lange her, dass ich mal wieder was Let's Played habe oder irgendwas aufgenommen habe. Denn ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin im März Vater geworden und man möchte es nicht glauben, aber man kommt tatsächlich zu nichts mehr. Und ich habe jetzt einen Monat lang Elternzeit gehabt. Und dachte mir, ja, den kann man ja mal wieder nutzen, den Monat, um auch mal was aufzunehmen. Nö, du kommst einfach zu nichts. Und die Sache ist, Let's Playen, es ist jetzt auch nicht die leiseste Beschäftigung, denn in der Realität ist es immer noch mal ein ganzes Stück lauter, als es dann jetzt in der Aufnahme rüberkommt. Und das kannst du nicht einfach machen, wenn hier nebenan ein Kind liegt und schläft, ne? Ja, aber da meine Frau und meine Tochter gerade unterwegs sind und den Samstag anderweitig verbringen, dachte ich mir, nutze ich mal die Gelegenheit und jetzt kann ich auch mal wieder was aufnehmen. Also, dicke Sorry für die wenigen, die geschaut haben. Ich weiß, ich habe ja nicht viele Leute, die regelmäßig bei mir reinschauen. Ich mache das ja auch mehr aus dem Spaß an der Freude, sage ich mal, ne? Aber dicke Sorry und ich versuche jetzt wieder, wenn die sich die Gelegenheit bietet, auch was aufzunehmen. Hatte auch zwischendurch ein bisschen Probleme, weil das Zimmer, in dem ich aufgenommen habe, das ist jetzt ein Kinderzimmer geworden. Das war halt weg. Und dementsprechend war mein Computer auch in der Stube aufgebaut bei uns. Und da kannst du nicht Let's Playen, wenn da immer jemand da ist. Und ja, das sind halt so die Problemchen gewesen bei mir. Deswegen war leider den Umständen entsprechend das wirklich absolut gar nicht möglich aufzunehmen. Aber mal schauen, vielleicht kann ich ja jetzt wieder ein paar Folgen hier aufnehmen in der Aufnahmesession und zumindest so vereinzelt immer mal wieder was reinstreuen hier. Wir schauen mal. So, dadurch, dass ich jetzt so lange nicht mehr Mass Effect Andromeda gespielt habe, bin ich, muss ich zugeben, ein kleines bisschen raus. Ich weiß noch, dass wir die Moschee gerettet haben und mit ihr nach Aya wollen. Und ich weiß noch, dass ich nach der letzten Aufnahmesession noch ein bisschen rumgeschaut habe und die Planeten untersucht habe, die es hier bei uns in der Galaxie gibt. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Leertaste, okay. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ich weiß, dass ich irgendwas entdeckt habe. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Es war aber irgendwo in der unteren Ecke, würde ich meinen. Also an sich haben wir ja überall 100%, aber ich glaube... Moment, wir gehen nochmal kurz hier rein. Ich glaube, ich hatte mit dem Scanner irgendwo was entdeckt. Nee, das, so kann das ja nicht sein, oder? Wie ging denn das? Sag mir das mal bitte jemand. Ja, eigentlich hat doch Lexi immer angesagt, wenn sie irgendwo eine Anomalie gefunden hat, ne? Na, wir gehen mal darüber. Vielleicht finden wir das, ja. Das will ich noch kurz abfrühstücken und dann machen wir uns wirklich auf nach Aya und schauen mal, ob wir dann endlich dort in das Reliktgewölbe rein dürfen. So. Wie sieht's aus? Nee. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie genau das... Oh, warte, was? Ich wollte jetzt nicht dahin... Okay. Shit. Das war jetzt nicht der Plan. So, ja, das Raumschiff-Wrack haben wir schon untersucht. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wo ich das entdeckt habe. Hm. Hätte ich vielleicht nochmal vor der Aufnahme schauen sollen. War das vielleicht Ericsson? Irgendwie klingelt da was bei mir bei Ericsson, aber es kann auch sein, dass ich mich täusche. Ich wollte jetzt aber nicht noch lange Zeit damit vertrödeln, hier noch großartig rumzusuchen. Ich will die Gelegenheit wirklich nutzen, dann jetzt auch aufzunehmen. Wenn ich schon mal die Chance habe. So, schauen wir mal. Gibt's hier was? Ich empfange etwas. Aha, das dachte ich mir doch. Sonde gestartet. Siehste? Anomalie gefunden. Hat doch tatsächlich was bei mir geklingelt. Haha, ein Raumschiffwrack. Shuttle entdeckt. Es treibt dahin. Katastrophale elektrische Schäden. Das schauen wir uns gerne an. Erstaunlich, dass nach einem halben Jahr immer noch was bei mir klingelt, wenn ich den Namen Ericsson lese.
Das ist das Forschungsschiff, über das Dr. Aridana uns informiert hat. Keine Lebenszeichen im Inneren. Das will genau. Sie mit Sicherheit erfahren. Das war nämlich einmal das Shuttle und dann noch irgendeine andere Aufgabe. Das waren beides irgendwelche Nebenquests, die wir hatten, die wir hier mit abarbeiten können. Und das möchte ich natürlich noch sehr gern mitmachen bei der Gelegenheit. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht sofort wieder zur Nexus gehen, aber dann haben wir es schon abgearbeitet. So, das gibt Reliktpunkte. Eine Analyse. Die Eudoxus hat durch Flammenbeschuss der Geißel Schäden erlitten, die sämtliche interne Systeme deaktiviert haben. Dr. Aridanas Crew wurde sofort getötet. Das Schiff treibt dahin, Bergung aufgrund der Strahlung nicht möglich. Das ist sehr schade für Dr. Aridana und sehr schade für die Crew natürlich auch. Aber gut für uns, weil wir eine Mission abgearbeitet haben. So, und ich würde meinen, es war gleich ein System in der Nähe von Ericsson, wo ich den zweiten Fund gemacht habe. System. Heimat von Eos und Prodromos. Achso, hier waren wir ja gerade. Das wird's wohl nicht sein. Oder? Nee, wir waren hier nicht. Ich habe die Aufnahme hier beendet. Stimmt, so war's. Aber, mein Spielstand... Ach, siehst du mal, doch hier, tatsächlich, ja? Mein Spielstand war aus irgendeinem Grund auf Havale gespeichert. Ich weiß gar nicht, wieso. So, dann gehen wir mal zu der Anomalie, würde ich sagen. Und ich muss sagen, Respekt an mein Hirn, dass ich mich noch daran erinnert habe, dass diese zwei Systeme das explizit waren. Schicke Sonde aus. Ich habe etwas gefunden. Aha, ein Cat-Orbitalspeicher. Unsere turianische Freundin auf Eos hat gute Instinkte. Sehen wir uns das mal an. Ressourcen von beträchtlichem Wert, wie von Tech Darket Tirvian prognostiziert. Sehr schön. So, das gibt ein bisschen was an Zeug für uns. Sehr gut, das gefällt mir. Naja, so ein richtiges Quest war es jetzt offenbar nicht. Wir haben halt einem Hinweis folgend was gefunden für uns. Aber ich meine, das ist ja auch gut. Anomalie geortet. Ah, es gibt noch ein zweites Lager. Sieh mal an. Oh, so weit draußen. Haha. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Auch das nehmen wir natürlich gern mit. Okay, ist also doch auch eine Aufgabe noch mit. Auch ein Quest. Gut. Immer her damit. Mögliche Cat-Vorräte, genau wie Darket es vermutet hatte. Genau, also nochmal das gleiche Spiel. Auch das nehmen wir gerne mit. Und das gibt sogar noch ein Plus auf die Lebensfähigkeit. Das gefällt mir doch sehr gut. So. Ur-Exo-Energieversorgung. Ja, na klar. Was auch immer. So, sehr schön. Wieder ein Quest abgearbeitet. Und damit können wir uns dann eigentlich nach Aya aufmachen, denn ich glaube, das war es dann soweit an Sachen, die wir hier finden können. Ich habe das so in Erinnerung, die zwei hatte ich damals beim Durchsuchen der Galaxie, also der Ziele, die wir schon ansteuern können, gefunden. Lustigerweise waren das die ersten, die ich angesteuert habe. Und danach war nirgendwo mehr irgendwas, von daher können wir direkt nach Aya aufbrechen, glaube ich. Und schauen mal, was es dort dann jetzt Spannendes gibt für uns. Entschuldigt übrigens, falls meine Stimme manchmal ein bisschen brüchig klingt. Ich hatte gestern ein Fußballspiel und ich spüre, das war mit... die Geißel an dem Schiff zieht. Ja, schön. Bleibt dadurch Aya verborgen. Und das war mit reichlich Schreien verbunden und also rufen, nicht schreien, sagen wir mal so. Und es war sehr, sehr kalt und das ging etwas auf die Kehle. Also von daher, falls ich etwas merkwürdig klinge, etwas brüchig in der Stimme, es liegt daran. So, dann wollen wir mal nach Aya aufbrechen. Freut mich auch, dass wir direkt mit dem Hauptquest weitermachen können, mit der Geschichte.
Gut. Na dann, direkt zur Landezone. Ja, ich möchte von Bord gehen. Mögen die Sterne uns leiten. Mögen die Sterne uns leiten. Beeindruckender Auftritt. Sie ist die Moschein. Willkommen zu Hause. Ich dachte nicht, dass ich es je wiedersehe. Ohne den Widerstand und den Pathfinder wäre ich jetzt nicht hier. Wir waren ein gutes Team. Wir konnten noch weitere Angara befreien. Und eine Cat-Anführerin töten. Wir haben vieles zu feiern. Ich werde den Pathfinder zu Ayas Gewölbe bringen. Das hat Zeit, bis sie sich erholt haben. Ich gehe nirgendwo hin. Nicht ohne unsere Hilfe. Ich werde das Gewölbe auf ihre Ankunft vorbereiten. Ein Shuttle bringt sie zu mir, wenn es soweit ist. Danke, Moschei. Wir kämpfen schon zu lange allein gegen die Cat. Sie haben bewiesen, dass das nicht so sein muss. Es ist an der Zeit, über ein Bündnis zwischen unseren Völkern zu sprechen. Wir schaffen mit Freuden Platz für Sie auf der Nexus. Und wir richten Ihnen hier ebenfalls eine Botschaft ein. Unsere Stadt steht Ihnen offen. Na, das sind doch gute Nachrichten, würde ich meinen. Gut gemacht, Jaw. Jetzt warten neue Aufgaben. Ich muss beim Pathfinder bleiben. Jarl ist ein geschätztes Mitglied meiner Crew. Das wundert mich nicht. Ich sehe die Vorteile. Erlaubnis erteilt. Ich muss einen Bericht einreichen. Verlassen Sie Aya nicht ohne mich. Okay, na das war doch eigentlich genauso, wie wir es erwartet haben. Das Shuttle nach Aya, auf Aya werden wir natürlich zum Gewölbe nehmen. Aber vorher möchte ich mich noch ganz kurz hier umschauen, denn ich meine, dass wir damals nicht freien Zugang zu allem hatten. Also wir waren bloß in einem sehr abgegrenzten Bereich gewesen, glaube ich. Und das wollen wir natürlich noch ändern. Gut, da ist das Shuttle. Hier drüben, Soka Esov. Ah, wir hatten offenbar noch einen Quest offen, das wir noch abschließen müssen. Das wollen wir natürlich sehr gern machen. So, wo ist denn Soka? Hallo? Ah, hier. Sie sind zurück? Ja, aber leider mit schlechten Nachrichten. Ihr Lieferant, Keldo. Die Cat haben ihn erwischt. Danke, dass Sie mir bestätigt haben, wie er gestorben ist. Haben Sie die Vorräte? Ja, aber natürlich. Scheint ihn nicht so sehr zu jucken, dass jemand gestorben ist. Aber ich meine, gut, es ist halt... Das gehört zum Krieg offenbar dazu. Keldo hat Waffen für den Widerstand transportiert. Sie waren sein Kontaktmann. Gut, sehr gut. Fahren Sie fort. Ephra hat Sie gebeten, mich auf die Probe zu stellen, um herauszufinden, wie ich mich schlage. Ich sagte ihm, Sie sind clever. Die Cat hatten ihre Waffen, aber ich habe sie ihnen wieder abgenommen. Ja, die gesamte Lieferung. Und Keldos Mörder sind tot. Das ist gut. Sie sind aufrichtig, Pathfinder. Und zuverlässig. Ich werde Ephra mitteilen, wie gut Sie sich geschlagen haben. Freut mich, freut mich. Was, sind wir schon Freunde? Wie viele dieser Tests muss ich noch bestehen? Wir vertrauen Fremden nicht, aber vielleicht können wir mit ihnen zusammenarbeiten. Ich muss die Waffen an ihren Bestimmungsort bringen, aber Keldo würde wollen, dass ich ihnen helfe. Ich habe einige Dinge, die sie brauchen könnten. Und ich will ihre Credits mit eigenen Augen sehen. Handeln wir? Ja, wir können ja zumindest mal einen Blick drauf werfen, ne? Ich fürchte, ich hätte davon mehr als Sie. Alles, was Sie bekämen, ist eine Zahl. Ja, aber wer weiß schon, was diese Zahl eines Tages wert sein wird. Werfen Sie doch mal einen Blick auf meine Waren, wenn wir hier fertig sind. Vielleicht finden Sie ja etwas, das Sie brauchen.
Wo er recht hat, hat er recht. So, was gibt's? Cobra-Raketenwerfer, was? Wie konnte man sich hier. Gibt's hier irgendwelche Erklärungen gleich nochmal, die man sich anzeigen kann? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, ich will den nicht gleich kaufen. Ich würde ihn mir erstmal anschauen wollen. Aber naja, okay. Gut, E-Zero kann man auch kaufen bei ihm, ist ja interessant. Oder generell ein bisschen das an Rohstoffen. Ja gut, ist nicht schlecht, dass man noch einen Ort hat, an dem man alles Mögliche kaufen kann. Also vor allem Rohstoffe sehe ich gerade. Das ist schon ganz gut. Sollten wir im Hinterkopf behalten, dass es hier so jemanden gibt. Momentan brauche ich das nicht, aber falls wir mal Forschung betreiben wollen, gut zu wissen. Okay, das hätten wir abgearbeitet. Dann schauen wir mal. Ich glaube, hier drüben sind wir vorher nämlich gar nicht hingekommen, so zum Markt und so. Und da gibt es ja auch ein paar Quests. Dann sollten wir uns das doch mal anschauen. Dürfen wir denn jetzt durch? Ah, sehr schön. Die Gedächtnisgärten. Übersetzt aus dem Shellash. Volt Siegeszug. Die Bewohner von Volt brauchen dringend grundlegende Vorräte. Was auch immer ihre Familie an Nährstoffbrei, ungetragener Kleidung, Überlebensausrüstung, Maschinenteilen, Werkzeugen, überschüssigen Waffen oder Munition entbehren kann, könnte für diejenigen, die gegen die Unterwerfung durch die Kette ankämpfen, den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Geben Sie Ihre Spenden bitte an der nächstgelegenen Siegeszugstation Ihres Wohnbezirks ab. Die Siegeszugstation ist auch interessant. Moshe Siefa ist zurück. Die Gerüchte sind wahr. Unsere geliebte Moshe Siefa wurde von tapferen Mitgliedern des Widerstands, unterstützt von den Besuchern aus der Milchstraße, aus den Händen der Cat befreit. Die Moshe ist auf dem Weg der Besserung und guter Dinge. Erinnerungen von Gouverneurin Paranchier. Sie werden in den kommenden Tagen möglicherweise ungewöhnlichen Besuchern begegnen. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge. Sie sind also unsere Gäste hier. Bleiben Sie wachsam und melden Sie den Sicherheitskräften von Ayal jegliche verdächtigen Aktivitäten, aber versuchen Sie nicht, einen von ihnen selbst zu konfrontieren oder festzuhalten. Schön, schön. Also es ist wie so ein Propaganda-Terminal so ein bisschen, ne? Und noch ein Update bei den Bekanntmachungen. Rekrutierungszahlen des Widerstands steigen. Nach den jüngsten Siegen auf Volt zeigt die allgemeine Öffentlichkeit wieder eine deutlich höhere Bereitschaft, sich dem Widerstand anzuschließen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Freiwilligen um 500% gestiegen. Ephra der Tierschaf, keine Ahnung wie der ausgesprochen wird, ermuntert jeden dazu, sich unabhängig von Alter, Fähigkeiten und oder Erfahrungen bei den Rekrutierungsstellen des Widerstands zu bewerben. Geiselaktivität im Süden von Hawar. Ein Team von Archäologen, das an einer Ausgrabungsstätte auf dem unbesiedelten Südkontinent von Hawar gearbeitet hatte, war gezwungen, sein Lager zu verlassen, als eine unheimliche Ranke aus Geiselenergie direkt über ihm die Atmosphäre durchdrang. Es liegen keine Meldungen über Verletzte vor, aber der Teamleiter wurde mit den Worten zitiert, dieses Ereignis hätte die Forschungsarbeiten seiner Gruppe um Jahre zurückgeworfen. Und Reisehinweis, Kadara Port. Besetzungen von Fracht- oder und Transportschiffen seien der... Was? Besatzungen von Fracht- und Transportschiffen seien daran erinnert, dass Reisen nach Kadara Port weiterhin mit einem hohen Risiko verbunden sind. Wo ist das? Da möchte ich hin. Geschäfte mit den Deserteuren sind noch immer offiziell untersagt. Darüber hinaus wird von jeglichem Kontakt mit den Milchstraßenimmigranten auf Kadara ausdrücklich abgeraten. Das klingt für mich nach einem Ort, an dem wir demnächst mal auftauchen werden, ehrlich gesagt. Gesucht Techniker. Wir suchen einen Stufe 7 Raumschiff-Techniker mit Erfahrungen im Bereich der Reparatur und Wartung von Valsted Youth-Triebwerken. Die Bereitschaft zu sechswöchigen oder längeren Reisen wird vorausgesetzt. Eine grundlegende Kampfausbildung in Schwerelosigkeit wäre wünschenswert, kann aber im Laufe der Tätigkeit erworben werden. Kenntnisse in der Speisenzubereitung und aktive Kommunikationsfähigkeiten sind Pluspunkte. Reinlichkeit ist zwingend erforderlich, sehr gut. Reichen Sie Ihre Bewerbungen bitte bei Captain Samaya in Dock 3 ein. Okay. Interessant, interessant. Aber wir können hier scannen. Sieh mal an. Was können wir denn hier scannen? Ah, Wandgemälde. Dies ist ein von angaranischen Künstlern erschaffenes Wandgemälde. Eine Gruppe von Künstlern aus jeder unserer Heimatwelten, Aya, Volt und Hawar, hat gemeinsam dieses Wandgemälde geschaffen. Es zeigt die jahrhundertelangen Entbehrungen, die wir wegen der Geißel ertragen mussten, aber auch die Wiedervereinigung unseres Volks zum Aufbau einer starken, widerstandsfähigen Gesellschaft. Ja, lesen kann man leider nichts.
Aber, na gut. Ein paar Krieger halt, ne? Sehr schön, sehr schön. So, wir schauen uns das auf die Karte. Können wir da drüben denn lang? Achso, das ist einfach bloß ein anderer Ausgang wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal so an. Ne, das ist noch ein extra Bereich. Okay. So, haben wir noch ein Schiffsmodell gefunden. Sehr schön. Der Computer der Hafenmeisterin, den schauen wir uns auch gerne an. Ladungsverzeichnis. Folgende Posten sind zum sofortigen Transport nach Volt freigegeben. Bla, 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 bla. Gibt es da irgendwas Interessantes? Nicht wirklich. Folgender Posten wurde bis zur Freigabe durch die Hafenmeisterin unter Quarantäne gestellt. 3 nicht gekennzeichnete Behälter mit Marlier-Flaschen, Abfülldatum unbekannt. Ganz wichtig. Hallo. Oh, doch so redselig. Na dann. Können wir ja auch irgendwas scannen, oder? Nö. Aber hier drüben gibt es noch was für uns. Ein Datenpad. Noch mehr zum Lesen. Juhu. Meine große Liebe, ich hatte nie vor, dich zu verlassen. Auch wenn du nie verstanden hast, wie viel du mir bedeutest, war für mich jeder Augenblick, den wir zusammen waren, ein Moment des Glücks. Es gab genügend Gelegenheiten, dir zu zeigen, was ich wirklich empfinde, aber ich hatte nicht den Mut dazu und glaube auch nicht, dass du mich gewollt hättest. Jetzt muss ich gehen und ich denke, ich werde nicht wieder zurückkommen. Ich hoffe, wir werden eines Tages niemandem mehr etwas schuldig sein. Ich träume von dem Moment, in dem wir uns wiedersehen und das Leben führen können, das wir schon immer verdient haben. Aha, okay. Ist ohne Kontext etwas schwierig mit umzugehen, beziehungsweise hat man jetzt nicht so viel von. Aha, ein Forschungszentrum. Hier könnten wir also theoretisch auch forschen. Müssen wir jetzt natürlich nicht machen. So, wo geht's denn? Ah, hier kommen wir jetzt aber wieder bei den normalen Docks raus, wie es scheint, ne? Genau, genau, genau. Vielleicht konnten wir hier vorher auch schon rein? Ich weiß es gar nicht.